Ja, jetzt ist es halt wieder soweit, dass ich endlich mal hier wieder am Start bin. Und zwar gleich mit einem Suchtgefahr-Video, weil ich musste meine Sachen wieder neu kaufen. Und die Handschuhe habe ich halt an, weil die Nägel sind halt ab. Teilweise ist aber noch Restmaterial drauf und das sieht halt echt nicht schön aus. Deswegen habe ich mir gedacht, zieh ich die Handschuhe an. Ne? Aber da starten wir erstmal mit dem Suchtgefahr. Und ich habe einmal bei Online hat bestellt und bei Nail Discount 24. Das Nail Discount 24 zeige ich euch jetzt als erstes, weil es sind nur zwei Gele. Das ist einmal ein Acrylgel in der Farbe Blush Peach. Zeige ich euch auch einmal. Seht ihr das? Das ist so durchsichtig. So peachig eingefärbt, ne? Und ich finde, das ist ein total schöner Ton. Jetzt muss das so nur wieder zurückgehen. Bei denen ist es halt wirklich so, was ich sagen muss, die Bilder im Internet stimmen nicht immer so überein. Weil man könnte im Internet denken, dass dieses Gel ein deckendes Gel ist. Ist es aber nicht. Deswegen, wenn ihr euch da was holen wollt, einen Farbton, nehmt wirklich erstmal eine kleine Packung und guckt, wie sie euch gefällt. Weil man kann es ja trotzdem benutzen, dann halt ein Fullcover drüber kloppen. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn man das wirklich als, ich sage jetzt mal, Make-up-Ton haben möchte, müsst ihr da euch wirklich erstmal durchprobieren, weil die Bilder halt nicht so genau, also manchmal noch nicht mal annähernd so aussehen. Aber, ne, dass ihr das davon Bescheid wisst. Und halt einmal mein Standard Natural Clear. Wie der Name schon sagt, mein Clear, das habe ich ja immer da. Das ist super zu verarbeiten. Ich mache das immer mit Cleaner. Also ich benutze alle Acrylgele mit Cleaner. Es klebt nicht, es härtet schnell aus, es ist sehr standfest. Und man kann es auch wirklich mit dem Pinsel schön bearbeiten. Weil es gibt ja auch Acrylgele, da feuchtet man den Pinsel an und die Gele kleben trotzdem. Und das ist bei dem gar nicht der Fall. Und deswegen mag ich das total gerne. So, das war Nail Discount 24. Und jetzt, einen Moment, ich muss hier die Goodies da einmal rausholen. Habe ich das bestellt? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Hä? Egal. Ich zeige euch einmal, was alles in dem Karton drin ist. Bei zwei Sachen sehe ich auf jeden Fall, die ich mir nicht bestellt habe, die ein Goodie sind. Dann kann ich auch jetzt einmal zeigen. Einmal hier so eine Stempelplatte. Die ist echt süß. So, und ein Folienstück. Kann man auch ganz geile Sachen mitmachen. Hatte ich ja auch schon mal mit der Folie. Genau, mit der gleichen. Und so. Dann geht's los mit dem, erstmal nicht so spannenden. Das sind meine Feilen. Die kaufe ich immer bei Online hat. Sind echt mega. Und ja, ich bin halt top mit, wirklich mit denen zufrieden. Deswegen kaufe ich sie halt immer bei Online hat. So. Dann habe ich mir nochmal Zeletten bestellt. Ich habe die damals ja auch gekauft, aber das ist jetzt halt von einer anderen Firma. Ne? Und die haben sie jetzt bei Online hat gerade zur Zeit wieder. Und da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mit. Kannst du immer gebrauchen. Zeletten gehen immer. Ne? Und ich mag die halt echt gerne, weil man hat nicht dieses, ist überall Fussel oder die Zelette fällt auseinander. Und deswegen, also ich mag diese Zellstoff-Zeletten richtig gerne. Dann haben wir hier den Quick Finish Clear Thick. Den mag ich richtig gerne. Na, das wisst ihr, weil der halt wirklich nicht so dünnflüssig ist und deswegen auch nicht die Gefahr so groß ist, dass er irgendwo Löcher zieht oder, ne? Der zieht sich wirklich auch super schön glatt und also ihr müsst den nicht dick auftragen. Na, also wegen Glattziehen wäre das jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, aber der ist einfach nur mega. Wirklich. So, dann habe ich mir noch einen Double Tape wiedergeholt, weil meiner ist leer gegangen und den muss man ja auch dann irgendwann mal erneuern, auch wenn sie nicht leer gehen. Irgendwann nach 12 Monaten sind die dann auch nicht mehr gut. Ja, und bei sowas will ich dann wirklich vorsichtig sein und dann auch wirklich nach 12 Monaten das erneuern. So, dann habe ich noch hier ein Grundiergel von Online hat, weil ich ja auf das von der Treasure Line, glaube ich, war das, allergisch reagiert hatte.
Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du das mit? Und das gab es nur in 15. Und ich finde den Tiegel voll hübsch, ey. Könnt ihr online halt alle Tiegel so machen? Finde ich echt nice, ey. und deswegen habe ich mir das geholt. Und da werden wir mal, das werden wir mal testen und hoffen, dass ich keine allergische Reaktion habe. Weil das ist sonst mich echt ein bisschen scheiße. Dann nehme ich das hier einfach mal. Das ist das Cover Rose aus der Treasure Line. Das ist das Make-up-Gel, ne? Ich zeige euch das einmal. Das ist ein super schöner Ton. Den benutzt meine Mama seit Jahren. Und zwar immer nur den. Und der matcht bei ihr wirklich so schön. Man sieht das nicht, dass es rauswächst. Das ist der Wahnsinn. Ich mag den Ton halt richtig, richtig gerne. Und da ich ihn bei mir auch benutzen kann, habe ich mir gedacht, nimmst du auch nochmal einen kleinen Tiegel für mich mit. Weil meins war leider nicht mehr vorrätig. Leider. Dieses Satin oder Satin. Ihr wisst, was ich meine. Und dann hier nochmal All-in-One Rosa Milky. Das halt, ne, zum Verblenden bei einem Babyboomer. Schmiede das drüber. Ihr habt da den weichesten Übergang ever. Ich schwöre, ich liebe dieses Gel. Und das kann man auch bei anderen Farben machen. Also ich habe das auch bei einem Hellblau schon gemacht oder bei einem Pink sowieso, weil das ja auch eingefärbt ist, rosa. Und dann einfach drüber kloppen und ihr habt ja so einen schönen Übergang. Und dann funktioniert das auch alles mit dem Babyboomer viel, viel besser. So, dann nehme ich mal das hier raus, weil davon weiß, bin ich mir gerade nicht sicher, was ich mir noch bestellt habe. Weil die Bestellung liegt auch jetzt schon seit 1,5 Wochen hier bei mir zu Hause. Ach, das ist nochmal der Special High Gloss, also Versiegler. Das ist eine mit Inhibitionsschicht. Benutze ich auch gerne mal, weil, na, ich finde immer dieses ohne Inhibitionsschicht ist, wenn es schnell gehen soll und alles. Und wenn ich aber Bock drauf habe, oder das ist einfach dieses Gefühl, dann benutze ich halt den. Und Versiegler kann man immer gebrauchen, weil, ja, also ich kann Versiegler immer gebrauchen, wirklich. Dann, was ist das hier? Testet. Das ist. Ah, genau, das ist das Make-up-Gel, was ich sonst eigentlich immer habe. Und da habe ich mir so ein Testding mit bestellt, weil es das in meiner Größe und generell anderen Größen nicht mehr gab. Ich zeige euch das natürlich. Das ist halt ein bisschen kühler. Ich kann es mal nebeneinander zeigen. Seht ihr? Das ist ein bisschen kühler als der. Aber sind beide super schöne Töne und, ne, lieb ich. Dann, was haben wir hier noch so ein... Ach genau, das war auch der Rubber Base Peach. Weil Rubber Base kann man ja auch als Base, ne, benutzen. Und da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, testen wir aus. Und da es da keinen anderen Farbton mehr gab, also alles ausverkauft war, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder aufgefüllt wurde, keine Ahnung, habe ich mir gedacht, nimmst du Peach. Dies trägt man ja eh super dünn auf. Und ihr seht am Deckel, da ist ein bisschen, seht ihr, es ist leicht, wirklich müh eingefärbt. Das sieht man eigentlich so gut wie gar nicht. Und deswegen habe ich gesagt, komm, nimmst du Peach. Ne? Wird ja nicht ewig dick aufgetragen. Und da bin ich auch gespannt, wie das dann hält. Und das war, glaube ich, ein Geschenk noch dazu. Das ist die Sonderedition, also Sonderedition oder Edition, wie man es halt sagen möchte, 21. Pekan. Ah, die Pekannuss. Oh ja. Oh, das ist aber. Das ist so ein rotbraun. Ich versuche das mal irgendwie aufzumachen. Hier könnt ihr sehen, dass es so ein rötliches Braun halt ist. Ist ganz geil wegen der Herbstzeit jetzt. Das ist auf jeden Fall richtig mega. Das werde ich jetzt aber nicht auftragen. Weil, ja, ich mir jetzt schon gar die ganzen Handschuhe einsau. Toll. weil ich jetzt mir demnächst noch mal ein paar mehr Farbgele kaufen möchte wieder. Und da will ich dann ein großes Farbauftrag-Video machen. Und deswegen wird das jetzt heute nicht aufgetragen. So, aber das war's jetzt auch mit meinem Einkauf. Einen Moment, ich muss das mal ein bisschen ordentlich hinstellen, dass man es auch ein bisschen sehen kann vielleicht. Das hat dann ja schon was von Präsentation, ne? Das ist es ja. So, und das ist jetzt mein ganzer Einkauf, auch mit den Geschenken dabei. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!